Basti. Hä? Warum ist denn der Käfig auf? Wo sind meine beiden Meerschweinchen? Nein, wo sind sie denn? Warum sind sie denn weg? Adalbert, wo bist du? Was ist denn los? Warum schreist du denn so? Meine Meerschweinchen sind weg. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe die Tür gestern ganz sicher zugesperrt. Nein, Frank, du musst vergessen haben, die Türe zu schließen. Heute Morgen früh, als ich in den Stall gegangen war, ist sie noch offen gewesen. Aber meine Meerschweinchen, sie müssen doch hier noch irgendwo sein, oder? Es tut mir leid, Frank. Die Katze ist auf Ratten abgerichtet. Ich habe da wenig Hoffnung. Aber wenn noch eins am Leben ist, dann werde ich es finden. Viel Erfolg! Hey Frank, weißt du was? Wir fahren am Wochenende nach Dilfingen und kaufen ein paar neue Meerschweinchen. Nein, meine zwei Meerschweinchen kann man nicht ersetzen. Ich gehe noch mal suchen. Ist gut, Frank. Du wirst sie schon finden, wenn du willst. Ich glaube, Vater muss früher noch viel unglücklicher gewesen sein, als ein Unglück nach dem anderen kam. Obwohl ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als was mir passiert ist. Ach, hier bist du. Ich hab deine Meerschweinchen genommen. Hab so getan, als ob es meine wären. Meine Cousins waren völlig neidisch. Wie kannst du es nur wagen, meine Meerschweinchen aber wegzunehmen? Ich würde dich am liebsten. Ach, Mann, Sebastian. Warum lachst du denn jetzt? Du siehst einfach zu lustig aus, Sebastian. Bist du mir nicht mehr böse? Nein, aber du darfst sowas nie wieder machen. Ich verspreche es dir, ich muss jetzt los. Tschüss.
ich froh, dass meine Meerschweinchen wieder da sind. Diese Aufregung letzte Woche. Jetzt kann ich endlich wieder in Ruhe Bibel lesen. Interessant. Immer wenn ich Bibel lese, habe ich das Gefühl, dass Gott mir zuhört. Ah, Jesus war Gottes Sohn. Wow, wie Jesus einfach über das Wasser läuft. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich glaube, ich wäre mit Petrus aus dem Boot gestiegen und zu Jesus gelaufen. Ich verstehe nicht, warum Vater nichts mit Gott zu tun haben will. Er ist weder schrecklich noch grausam. Wenn Papa wüsste, dass Gott genauso ist wie Jesus, dann würde er ihn bestimmt lieb haben. Wie gerne wäre ich einer der 12 Jünger und könnte alles miterleben, vor allem die Wunder. Wenn Gott wirklich so ist, wie Urgroßmutter es aufgeschrieben hat, dann würde ich mich liebend gern ihm nähern. Aber wenn ich nur wüsste, wie. So, Kinder, ihr dürft jetzt alle früher nach Hause gehen. Bis auf die oberste Klasse. Ich habe hier die Prüfungsergebnisse, wer von euch aufs Gymnasium kann und wer nicht. Heide, du hast bestanden. Sibylle, du hast auch bestanden. Robert, du hast gerade so bestanden. Und Frank hat es auch geschafft. Sebastian, du bist leider durchgefallen und ist überrascht. Und ja, ich muss sagen, es enttäuscht mich, sagen zu müssen, dass Horst auch nicht bestanden hat. Naja, ich wollte ja eh nie auf dieses blöde Gymnasium. Ich habe mit Absicht nicht bestanden. So, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Weißt du was? Ich habe die Prüfung von meinem Gymnasium bestanden. Schön. Das wird dir dann irgendwann verhelfen, einen schönen Bürojob zu bekommen. Und ich hätte gern Schokolade. Was haben Sie denn, Frau Michel? Ach, Frank, du weißt gar nicht, wie schrecklich es ist. Furchtbar. Der Arzt hat mir verboten, eine Süßigkeit auch nur anzuschauen. Ich muss 70 Kilo abnehmen. Furchtbar, weil mein Blutdruck so hoch ist. Ich weiß gar nicht, wie er sich das vorstellt. Mir ist jetzt schon ganz elend, wenn ich euch mit dem guten Ei sehe. Oh nein, von was ernähren Sie sich denn? Ja, stellt euch vor, ich darf nur noch Salat essen und Pampelmusen. Oh, wie schrecklich! Und außerdem schwarzen Kaffee trinken. Er schmeckt scheußlich. Ja, Kinder, ihr habt recht. Es ist schrecklich. Es wird mir noch mein ganzes Geschäft hier zerstören. Wie soll ich denn die Sachen probieren, die ich verkaufen will? Hier, das muss ich euch auch geben. Bis gestern hätte ich es noch gegessen. Aber jetzt darf ich nicht mehr. Nein. Kinder, ihr werdet es nicht glauben. Aber ich war tatsächlich auch schon mal so schlank wie ihr, als ich jung war. Kaum zu glauben. Das glaube ich nicht. Aber Frau Michel, können Sie uns nicht irgendwas Neues erzählen? Also, mir fällt da eigentlich nur ein, dass der neue Pfarrer bald kommt. Wir bekommen einen neuen Pfarrer.
Der Alte wird pensioniert. Ja, das ist so das Neueste, was ich weiß. Ein neuer Pfarrer? Das müssen wir den anderen erzählen. Wiedersehen, Frau Michel. Ja, Frau Michel. Wisst ihr was? Ich bin jetzt schon bei Matthäus angelangt. Und oh nein, sie wollen etwas Schlimmes gegen Jesus planen. Warum sind sie denn so gemein und suchen immer etwas, wo Jesus falsch macht? Jesus hat aber nichts falsch gemacht. Was machen sie wohl jetzt? Achtung, jetzt fliegt Jesus bestimmt gleich mit einer Rakete in den Himmel, sodass ihm keiner mehr was antun kann. Wie konnten sie nur? Sie können ihn doch nicht einfach gefangen nehmen. Sie töten ihn doch, wenn sie ihn an einem Kreuz hängen. Das können sie doch nicht machen. Er ist Jesus, Gottes Sohn. Da war Gott bestimmt ganz wütend. Er hat sie bestimmt alle getötet. Er konnte es ihnen nicht verzeihen, dass sie seinen Sohn umgebracht haben. Na, du liest also in der Bibel, du kleiner Jammerlappen. Wusstest du nicht, dass alte Damen und so kleine Jammerlappen wie du nur in der Bibel lesen? Mein Vater sagt, dass der ganze Quatsch schon in den letzten Jahrhunderten vorbei war. Nur noch ein paar Dumme beschäftigen sich damit. Aber was ist denn mit den Pfarrern? Irgendjemand muss ja die alten Frauen und Schwächlinge glücklich machen. Und außerdem verdienen sie damit gutes Geld. Aber wenn heute noch jemand was gelten will, dann liest er nicht mehr in der Bibel, sagt mein Papa. Dein Vater wird es wohl wissen. Durch das Hotel kennt er ja viele Leute. Warte nur, bis ich das den anderen erzählt habe. Die werden lachen. Sitzt der Schwächling hier und liest in der Bibel. Ab jetzt nennen wir dich den kleinen frommen Jammerlappen. Nein, tu das nicht. Ich habe nur kurz drin gelesen. Ich habe sie nämlich einfach nur gefunden. Ich wollte einfach nur wissen, um was es in diesem Buch geht. An deiner Stelle würde ich die Bibel wieder ins Feuer werfen. So wie die aussieht, war die garantiert schon mal im Feuer. Gib her, ich erledige das für dich. Ich habe schon immer gesagt, dass du ein kleiner Jammerlappen bist. Ohne Murren, ordentlich und pünktlich. Alles,
aber die Ehre Gottes sucht, darüber freut sich Gott. Alles, was ihr gerne tut und dabei die Ehre Gottes sucht, das wird belohnt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen gern. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Nicht zuerst für Menschen, sondern für den Herrn. Shalom, liebe Kinder. Herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Ihr habt sicherlich schon Ferien oder bald Ferien. Freut ihr euch schon? Und ihr habt ja uns auch Bilder geschickt, was ihr so alles mit Urlaub verbindet. Ja, ich bin so gespannt darauf, wie diese Bilder aussehen. Gleich in der Preisverleihung werden wir sie sehen. Ja, nun aber zurück zu meiner zweiten Missionsreise. Davon könnt ihr lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Und dann in Kapitel 16 könnt ihr lesen, wie ich wieder die Gemeinden in Derbe und Lystra besucht habe. Und dort habe ich einen Jünger getroffen, den ich besonders lieb hatte. Ich habe ihm sogar zwei Briefe geschrieben, die ihr beide in der Bibel findet. Er hat mir so viel geholfen und mich auch begleitet. Ja, er war wie mein eigener Sohn. Ich vertraute ihm alles an. Ja, er wurde sogar so etwas wie ein Stellvertreter. Ja, Kinder, wisst ihr schon, wen ich meine? Er hat eine gläubige Mutter und auch eine gläubige Großmutter. Das ist etwas Wunderbares. Findet den Namen heraus und lest meine beiden Briefe an ihm. Gibt es einen Vers in diesen beiden Briefen, den ihr besonders mögt? Schreibt uns den Namen von dieser Person und einen Vers aus meinem Brief an ihm und schickt es uns an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und ihr wisst ja, wir brauchen das bis nächste Woche Freitag. So, jetzt kommt aber die Preisverleihung und ich hoffe, dass du gewinnst. Ich sage Shabbat Shalom, tschüss und auf Wiedersehen. Hallo liebe Kinder, ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in Ferien und ja, ich hoffe, dass es bald für euch auch Ferien ist. Also vielleicht seid ihr schon in Ferien oder bald. Auf jeden Fall haben wir noch eine Sendung für euch und noch eine Preisverleihung, bevor die Ferien anfangen. Und ja, bevor wir damit starten, schauen wir uns wie immer eure wunderschönen Bilder an. Viel Spaß dabei!
für die Preisverleihung heute habe ich mir Folgendes überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber ich bin gerade am Meer und ja, die Sonne scheint und das ist sehr schön. Und ich habe gedacht, ich versuche mal ein paar Muscheln zu finden. Es war gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil gerade wo ich bin, sind nicht so viele Muscheln und die ich habe, sind relativ klein. Und ja, interessanterweise haben viele ein Loch. Also das weiß ich echt nicht warum. Ich kann euch das zeigen. Das ist mir echt neu. Seht ihr das? Viele haben so ein Loch. Ich weiß nicht warum, ob... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Muscheln hier. Und unter den Muscheln befinden sich Nummer. Und die Nummer korrespondieren jeweils zu einer von euch. Und ich werde gleich zwei Muscheln heben. Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Genau. Und ja, falls ihr Urlaub am Meer macht, vielleicht findet ihr schönere Muscheln als ich. Ihr werdet gleich sehen, die sind nicht besonders schön. Und auch nicht sehr groß. Und alle nicht ganz. Genau. Dann fangen wir an. Hier. Genau. Dann, ja. Ich weiß nicht, welche Nummer sich unter die Muschel befinden. Da nehme ich mal der. Und schauen wir mal. Das ist Nummer 10. Okay. Und dann nehmen wir mal der hier. Und das ist Nummer 15. Okay, Nummer 10 und Nummer 15. Dann schauen wir mal. Nummer 10, das sind Marlene und Emilia Schulz. Herzlichen Glückwunsch. Und Nummer 15, Lynn und Luana Eck. Das sind unsere Gewinner bevor die Ferien. Und wie vorher gesagt, erstmal haben wir Ferienpause. Wir wünschen euch alle wirklich schöne Ferien, eine schöne Zeit. Vielleicht geht ihr in die Bergen oder bleibt ihr zu Hause oder zu Oma und Opa oder am Meer. Auf jeden Fall, egal wo ihr seid, euch eine schöne Zeit und ja, bis im September. Ich glaube, sehen wir uns wieder und Glückwunsch an Marlene und Emilia Schulz und Lynn und Luana Eck. Bis bald! Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar, geht zum Himmel Schritt für Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Der Heiland, der liebt uns alle, groß und klein. Lasst uns alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.